Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, heute machen wir einen leckeren Corned Beef. Dazu habe ich benutzt 1 Kilogramm Rinderbrust und da entfernen wir etwas das Fett und schneiden alles in schöne große Würfel. Ich benutze jetzt eine Waage, wiege das mal ab, um die Pökelsalzmenge zu bestimmen. Ich benutze jetzt genau 26 Gramm Pökelsalz auf 1 Kilogramm Fleisch. Und dazu kommen noch 4 bis 5 Gramm brauner Rohrzucker. Wenn ihr auch normaler nehme, ist ganz egal. So, das wird alles ein bisschen vermischt. Und dann ist das alles schon soweit fertig. Das kommt jetzt 4 bis 5 Tage im Kühlschrank und vorher tun wir das noch schnell vakuumieren. So, die 5 Tage sind nun rum. Schnellkochtopf benutze ich und fülle das noch auf mit warmem Wasser. Wasser so viel auffülle, bis das Fleisch bedeckt ist. Da geht es schneller. Dazu benutze ich noch ein Suppengewürz. Das kriegt ihr beim Discounter. Und davon gebe ich ein bisschen was mit rein. Dazu kommt noch ein Würfel Fleischbrühe und das Ganze koche ich ungefähr 30 Minuten. So, das ist jetzt soweit fertig. Das Fleisch tut man ein bisschen aussieben. Wer das Gemüsezeug nicht möchte, der kann einfach hingehen und kann so ein Teesieb nehmen, ein großes, und kann das mit ins Kochwasser geben. Ich habe es jetzt ein bisschen ausgefiltert. Und das schmeckt aber auch ganz gut, wenn das dabei ist. So, dann könnt ihr das mit der Gabel auseinanderreißen. Oder was ich jetzt probiere, ich habe jetzt hier ein MC und probiere das mal, ob das nicht schneller geht mit dem MC. Dafür drücke ich 3-mal auf Knetstufe und dann schaue ich mir das mal an, wie das wird. Also mit der Gabel zerreißen, das dauert ja immer ein bisschen. Soll ja auch immer schnell gehen, aber wie ihr seht, hammermäßig. Es ist wirklich Hammer. So, dann nehme ich ein bisschen Kochbrühe und mache das mal schon zu meinem Corned Beef dazu. Jetzt nicht so viel am Anfang. Gewürze machen wir dazu. Ein bisschen Paprika. Ich werde jetzt alles freischnauzen. Bisschen Pfeffer dazu, dann habe ich noch diese Petersilie, da habe ich 3 Esslöffel genommen. Dann mache ich noch mal ein bisschen Salz dazu, weil zum Schluss muss man immer abschmecken, man muss immer wieder ein bisschen nachwürzen. Dann habe ich noch so ein Mischgewürz, also ein Grillgewürz, Virginia nennt sich das. Kriegt ihr bei eBay, beim Gewürzkönig, dann noch ein bisschen Muskatnuss. Ich habe jetzt extra keine Mengeangabe gemacht, da man sowieso immer noch nachwürzen muss. Das müsst ihr halt ein bisschen abschmecken. Jetzt kommen noch 10 Gramm Maggi dran. Müsst ihr auch nicht nehmen, wer kein Maggi mag, braucht es nicht zu nehmen. Ja, das tun wir jetzt alles mit ein bisschen Brühe vermischen. Die Brühe ist natürlich sehr, sehr lecker. Die schmeckt wirklich auch ganz klasse. Da macht jetzt am Anfang nicht so viel dran, weil da kommt jetzt noch unseren Aspikpulver dazu. Wieder ein bisschen heißes Wasser genommen und das tue ich mir auch gerade im MC ein bisschen vermixen. Also ich habe jetzt 140 Gramm genommen. Ihr könnt auch gerne ein bisschen weniger nehmen. Aber das Ergebnis war super gewesen und ich würde es nächstes Mal auch wieder so machen. Es schmeckt auf alle Fälle hammerlecker und ist eine ganz feine Sache. Das machen wir jetzt noch dazu. Die Wassermenge müsst ihr auch so ein bisschen nach Daumen machen. Es soll nicht zu nass werden, es darf aber auch nicht zu trocken sein. Das soll so ungefähr sein wie eine Leberwurst. Wie die Konsistenz von der Leberwurst und dann ist das wunderbar. Unser angemachtes Aspikpulver dazu. Ich mache immer ein bisschen noch Brühe dabei
Und dann wird es auch super fest, diese Aspikbrühe. Und wird ganz klasse. Ich gehe dann alles noch hin mit der Gabel und tue das noch ein bisschen durchlöchern, dass es schön überall reinläuft, dass es gut verteilt. Dann putze ich die Gläser gut ab, verschließe sie und koche die bei 100 Grad 120 Minuten ab. Ja, da kommen wir dann auch schon zum Ergebnis. Also so sieht es mal schon aus, abgekocht. Das sollte natürlich noch so 2 Tage stehen, dann bekommt es erst richtig leckerer Geschmack. Was ich festgestellt habe, umso länger das steht, umso besser schmeckt das. Ja, so sieht es mal schon aus. Ich habe mal ein Glas geöffnet. Mal gucken, ob man da was rauskriege, dass ich euch das zeigen kann, wie lecker das aussieht und wie klasse dieses Corned Beef geworden ist. Könnt auch Kraftfleisch dazu sagen, ist ganz egal. Jedenfalls, das könnt ihr überhaupt gar nicht vergleichen mit dem Corned Beef, was ihr zu kaufen kriegt. Ich habe noch heimlich ein bisschen Pferdefleisch untergemischt. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Und das schmeckt auch sehr, sehr fein. Oder halt nur mit Pferdefleisch ist auch was ganz Feines. Ja, wie ihr seht, es sieht super aus. Es ist auch super schnittfest. Und dann, ich sage mal wieder tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Tschüss.